Aus der zweiten Liga zeigen wir Ihnen Ausschnitte der Begegnung 1. FC Nürnberg gegen Wormatia Worms. Der Club ist ja mit 8 Titeln immer noch erfolgreichster, der deutsche Rekordmeister. Die Kluberer, wie die Anhänger dieses Vereins heißen, erinnern sich mit Wehmut. Der letzte große Erfolg, die letzte deutsche Meisterschaft, liegt nun schon fast 10 Jahre zurück. 1968 war es und ein Jahr später schon folgte der Abstieg. Die Aufzählung zahlreicher Krisen und Rückschläge, die kann ich mir hier ersparen. Zu Beginn dieser Saison wurde eine, wie es heißt, Planung auf lange Sicht eingeleitet. Unter anderem wurden viele namhafte Spieler transferiert. Man baute ganz auf junge Amateure. Und nun steht der 1. FC Nürnberg, welche Überraschung, auf Platz 2 und bewegt sich damit ganz klar in Bundesliga-Nähe. Mein Kollege Gerd Krämer, der die großen Tage des Club mit eigenen Augen miterlebt hat, wird uns nun einen Eindruck über die Stärke dieses Clubs geben. Gegner ist Wormatia Worms. Der 1. FC Nürnberg in seiner heutigen mannschaftlichen Konstellation, dunkle Hose, jung, angriffsfreudig und zuletzt 7:1 Punkten erfolgreich, bot seinen 13.000 Zuschauern die erwartete Offensive. Das barg übrigens bei der unbestrittenen Routine und Spielübersicht der Wormser seine Gefahren, zumal der unten hart gefrorene und oben aufgeweichte Boden das Tempospiel der Nürnberger Fohlen erschwerte. Nürnberg zunächst zu sehr auf die Mitte konzentriert, zu engmaschig, aber im Gegensatz zu früher, ich meine mit früher, mit den letzten Jahren des Misserfolgs, sehr schussfreudig. Noch muss allerdings oft Eifer die fehlende Cleverness ersetzen, die uns hier Wormatia Worms demonstriert. Schmie, wunderbar wird der Ball Seelmann in den eigenen Reihen gehalten. Das beherrschen die Wormser ganz ausgezeichnet, darauf sind sie eingestellt. Von Radke der Ball in die Mitte, Schubert zum Flügel. Schmie, Dier, jetzt wird Horr angespielt und jetzt sehen wir, was er macht. Bombenschuss, nachsetzen, Paulsen, 1:0 für den Gast nach 12 Spielminuten. Ein großartig herausgespieltes Tor, wunderschön, klug, so, das ist der Trainer, früher Amateurtrainer von Bayern München, großartig, Trainer Werner Kern, wie er die Mannschaft in Schuss gebracht hat. Im Gegenzug jetzt die Nürnberger. Aber sie scheitern zunächst einmal. Das war Täuber, der diese großartige Chance vergeben hat. Der junge Klaus Täuber, sie scheitern an der tief gestaffelten, routinierten, kalten Deckung von Wormatia Worms. Imponierend die Leistung von Wormatia Worms, wie sie einfach den Rhythmus des 1. FC Nürnberg stören, wie sie den Ball unter Kontrolle halten und gleich die Kritik bei Worms angefügt. Sie brennen ein bisschen zu wenig. Es ist zu viel der etwas seelenlosen Pracht. Aber eine Mannschaft, Worms Aufsteiger, stark verstärkt eine Mannschaft, die imponiert. Und der 1. FC Nürnberg, immer wieder setzt er sich mit seinem Tempospiel durch. Und gerettet durch die Nummer 5, gerettet durch Schmied. Nun die Schreie der Zuschauer, die ihren 1. FC Nürnberg unterstützen. Sie verlieren sich ein bisschen in den Wellen des 50.000-Mann-Stadions, die 13.000 des heutigen Tages. Packende Szenen. Wir haben sehr wenig Schnitte gemacht. Es gab wirklich sehr viel packende Szenen vor beiden Toren. Und nun Wormatia Worms wieder. Gekonnt diese Angriffe. Nun durch die Nummer 7, durch Paulsen, den Schützen des 1:0, herüber zu dir. Und was macht er? Das ist die Chance. Außenpfosten. Und das ist auch die psychologische Wende. Ein 2:0 hätte wahrscheinlich einen Sieg für Wormatia Worms bedeutet. Aber nun kommt der Gegenzug des 1. FC Nürnberg. Zunächst langsam angegangen im Mittelfeld. Jetzt der junge Täuber. Nach seinem Einwurf wird er wieder angespielt. Achten wir auf seinen schönen Heber über den Gegner hinweg. Direkt zu Eder. 1:1. Der Ausgleichstreffer des 1. FC Nürnberg verdient, wenn man die Chancen sieht, trotz stärkerer spielerischer Reife der Wormser,
in der 25. Minute. Und nun also eine Reihe von Chancen, eine ganze Kette von Chancen für den ersten FC Nürnberg, der sich dadurch Vorteile verschafft, auch was die Spielübersicht, was die Ruhe des Spiels angeht. Freistoß, bester Mann übrigens auf dem Platz, Schiedsrichter Huster aus Lahnstein, souverän, umsichtig, klar in seinen Entscheidungen. Es gab keine gelbe Karte, er hatte das Spiel fest im Griff. Und da so viel an den Schiedsrichtern kritisiert wird, freue ich mich auch einmal sehr betont, etwas Positives über einen hervorragenden Schiedsrichter sagen zu können. Weierich für den ersten FC Nürnberg führt diesen Freistoß aus. Seelmann, der Kapitän von Wormatia Worms, immer dieses Bemühen der Wormser, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Geblendet von der Sonne, Torwart Zander, der sonst ausgezeichnet gehalten hat. Und an dem Tor, das Tor, da ist er schuldlos für den ersten FC Nürnberg. Dieses Tor durch Norbert Eder. Abgewehrt wieder. Einwurf. Die Einwürfe beim 1. FC Nürnberg macht Verteidiger Stocker, der sehr, sehr weit in den Strafraum des Gegners hineinwerfen kann. Peter Stocker, hier sehen wir es, nimmt seinen Anlauf. Ball zu Pausch. Und das war eine Bombe genau ins Eck. 2:1, Hans Pausch, 34. Spielminute nach diesem Verlauf. Verdiente Führung des ersten FC Nürnberg. Trainer Horst Utz, der seine Mannschaft gut führt, der sie taktisch in der zweiten Halbzeit, ich darf das vorwegnehmen, zurückgehalten hat. Deswegen zeigen wir überwiegend Szenen aus der ersten Halbzeit, weil da viel mehr gestürmt wurde von beiden Mannschaften. Hier setzt sich Schöll durch. Das war zunächst in der Karambolage nicht Hasenrein, aber hier kommt er durch und durch Petrovic das 3:1 in der 39. Spielminute. Dieses 3:1 ist auch gleichzeitig das Halbzeitresultat aus der zweiten Halbzeit. Typischer Szenenwechsel. Zunächst ein Angriff von Wormatia Worms. Die Wormser stürmen jetzt zunächst einmal. Weierich rettet auf der Torlinie und sofort im Gegenzug ohne Schnitt. Der erste FC Nürnberg, so lebhaft, so schnell bewegt sich das Spiel. Nun spielen die Nürnberger auch etwas steiler, etwas, ich möchte sagen, routinierter. Sie haben sich jetzt gefunden. Petrovic wird angespielt und knapp vorbei. Ende 3:1, verdienter Nürnberger Sieg, aber Respekt vor Worms.